Heute geht es um die schönsten Reiseziele. Das erste ist nicht unbedingt das Beste, aber mein Favorit. Schreibt bitte eure schönsten Reiseziele in die Videobeschreibung. Ich mache vielleicht davon ein Video. Fangen wir mit Bali an. Bali ist eine der stimmungsvollsten und beliebtesten Touristeninseln des gesamten indonesischen Archipels. Der berauschende Duft von Weihrauch und Nelkenöl hängt in der dichten tropischen Luft. Erdnüsse brutzeln an den Ständen am Straßenrand, mit Blütenblättern bestreute Opfergaben schwelen auf den belebten Bürgersteigen und traditionelle Musik schallt gegen das Knattern der Mopeds an. Trotz des Lärms und des Chaos in den Haupttouristengebieten ist die Insel reich an natürlicher Schönheit, mit Attraktionen für jede Art von Reisenden. Surfer kommen wegen der legendären Wellen, Wanderer können auf dschungelartige Vulkangipfel zu nebligen Wasserfällen wandern und Radfahrer können durch üppige Landschaften mit Reisterrassen und traditionellen Dörfern radeln. Die reiche Kunstszene der Insel ist ein weiterer Anziehungspunkt und wenn Entspannung die oberste Priorität ist, sind die Spa-Behandlungen fabelhaft und bezahlbar. Die Spiritualität ist eine weitere Ebene, die den Reiz von Bali ausmacht und der Besuch der prächtigen Tempel und der heiligen Hindu-Zeremonien gehört zu den Top-Aktivitäten auf Bali. Hier meine Top 5. Pura Tanah Lot. Etwa 20 Kilometer nordwestlich von Kuta gelegen, ist Pura Tanah Lot, Pura bedeutet Tempel auf Balinesisch, einer der bekanntesten Tempel Balis. Seine spektakuläre Lage am Meer, auf einem felsigen Eiland, umgeben von krachenden Wellen, beeindruckt jeden Besucher. Für die Balinesen ist er einer der heiligsten aller Seetempel der Insel. Jeden Abend finden Scharen von Touristen aus Kuta, Legian und Sanur ihren Weg durch ein Labyrinth von Gassen, die von Souvenirverkäufern gesäumt sind, um den Sonnenuntergang hinter dem Tempel zu beobachten. Pura Tanah Lot wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts erbaut und es wird angenommen, dass er vom Priester Niratha inspiriert wurde, der einheimische Fischer bat, hier einen Tempel zu bauen, nachdem er die Nacht auf dem Felsvorsprung verbracht hatte. Obwohl Ausländer keinen der Tempel betreten dürfen, könnt ihr bei Ebbe zum Haupttempel hinübergehen und es macht Spaß, die Wege entlang zu wandern, Fotos zu machen und die herrliche Umgebung aufzusaugen. Nachdem ihr die verschiedenen Tempel und Schreine besichtigt habt, solltet ihr euch Zeit nehmen, um in einem der Restaurants und Cafés auf den Klippen zu entspannen und den berühmten Kopi Luwak, Zibet Café, zu probieren. Von Tanah Lot aus könnt ihr entlang tropisch angelegter Wege zum wunderschönen Batu Bolong spazieren, einem weiteren Meerestempel, der auf einem Felsvorsprung thront und durch einen erodierten Damm mit dem Ufer verbunden ist. Zweitens, der Berg Batur. Jeden Tag, wenn es noch dunkel ist, machen sich Hunderte von Besuchern auf den Weg auf den 1700 Meter hohen Gipfel des Mount Batur, um den Sonnenaufgang über dem üppigen Mosaik der nebelumhüllten Berge und der Caldera weit unten zu beobachten. Dieser heilige, aktive Vulkan liegt im Kintamani-Distrikt in Balis zentralem Hochland, etwa eine Autostunde von Ubud entfernt, und die Wanderung zum Gipfel, um den Sonnenaufgang zu beobachten, steht schon seit langem auf der Liste der Top-Aktivitäten auf Bali. Die Wanderung auf gut markierten Wegen ist relativ einfach und dauert in der Regel etwa 2 bis 3 Stunden. Geführte Wanderungen beinhalten in der Regel ein Frühstück mit Eiern, die durch den Dampf des aktiven Vulkans gekocht werden. An klaren Tagen ist die Aussicht spektakulär und reicht über die Batur-Caldera, die umliegende Bergkette und den wunderschönen Batursee, die Hauptquelle für die Bewässerung der Insel. Festes Schuhwerk ist unerlässlich, und es ist ratsam, warme Kleidung mitzunehmen, da die Temperatur vor Sonnenaufgang kühl sein kann. Drittens. Uluwatu-Tempel. Der Uluwatu-Tempel, Pura Luhur Uluwatu, der über den steil abfallenden Klippen über einem der besten Surfspots Balis thront, ist einer der berühmtesten Tempel der Insel, dank seiner herrlichen Lage auf den Klippen. Auf Balinesisch bedeutet Ulu, Spitze oder Ende des Landes, und Watu bedeutet Fels, ein passender Name für die Lage des Tempels auf der Bukit-Halbinsel entlang der südwestlichen Spitze der Insel. Wie bei Pura Tanah Lot ist der Sonnenuntergang die beste Zeit für einen Besuch, wenn der Himmel und das Meer im Licht des späten Nachmittags leuchten. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass der Tempel megalithischen Ursprungs ist. Es wird angenommen, dass der Tempel Bali vor bösen Seegeistern schützt, während die Affen, die im Wald in der Nähe des Eingangs wohnen, den Tempel vor schlechten Einflüssen bewahren sollen. Bewahrt eure Habseligkeiten sicher vor ihren flinken Fingern auf. Ein malerischer Pfad schlängelt sich vom Eingang zum Tempel mit atemberaubenden Aussichtspunkten entlang des Weges.
Nur hinduistische Gläubige dürfen den Tempel betreten, aber die schöne Umgebung und die Ketchak-Tanzvorführungen bei Sonnenuntergang, die hier täglich stattfinden, sind den Besuch mehr als wert. Der Tempel liegt etwa 25 Kilometer von Kuta entfernt. 4. Ubud Affenwald. Nur 10 Minuten Fußweg südlich des Stadtzentrums von Ubud ist der Affenwald, auch bekannt als das Sacred Monkey Forest Sanctuary, eines der Top-Ziele in Ubud. Es ist auch einer der besten Orte, die man auf Bali besuchen kann, wenn man ein Tierliebhaber oder Fotograf ist. Neben den unterhaltsamen Truppen von grauen Langschwanzmakaken, die hier ihr Zuhause haben, liegt ein großer Teil des Reizes in der stimmungsvollen Dschungelumgebung, in der die Affen frei herumlaufen. Gepflasterte Wege führen durch dichte Wälder mit riesigen Banyan- und Muskatnussbäumen, in denen moosbedeckte Statuen und uralte Tempel durch das dichte Blattwerk ragen und ein fast mystisches Gefühl vermitteln. Der Wald soll die harmonische Koexistenz zwischen Mensch und Tier darstellen. Er bewahrt auch seltene Pflanzen und dient als Ort zur Erforschung des Verhaltens von Makaken, insbesondere ihrer sozialen Interaktion. An der Südwestseite des Waldes befindet sich einer der drei Tempel, die hier zu finden sind, der Pura Dalem Agung Padang Tegal aus dem 14. Jahrhundert, wo hunderte von Affen durch die Bäume schwingen und über die Mauern klettern. Im Nordwesten des Waldes schmiegt sich ein alter Badetempel, Pura Beji, an einen kühlen Bach und bietet eine schöne Kulisse, um die Possen der Affen zu beobachten. 5. Tegeleleng und Yatiluwi Reisterrassen in Bali. Etwa 30 Autominuten nördlich von Ubud gelegen, sind die Tegeleleng-Reisterrassen eines der bekanntesten Gebiete, um diese ikonischen Landschaften zu fotografieren und ihre zeitlose Schönheit in sich aufzunehmen. Seid euch bewusst, dass die Einheimischen entlang des beliebtesten Weges durch die Reisfelder hier um Spenden bitten, und viele verlangen Gebühren für den Eintritt und das Parken entlang der Straße. Eine entspannende Art, die üppigen Landschaften zu genießen, ist in einem der vielen Restaurants und Cafés mit Blick auf die Felder. Etwa 90 Autominuten von Ubud entfernt erstrecken sich die Reisterrassen von Yatiluwi über mehr als 600 Hektar Reisfelder an den Hängen der Batu-Karu-Bergkette und sind in der Regel weniger überlaufen als Tegeleleng. Hier gibt es auch weniger Touristen, so dass es einfacher ist, herumzulaufen und zu erkunden, ohne belästigt zu werden. Beide Orte nutzen die traditionelle Wassermanagement-Kooperative namens SUPAK, ein von der UNESCO anerkanntes Bewässerungssystem, das bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Hat euch dieses Video gefallen? Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr.